Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfieber 2 hier auf meinem Kanal. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Ja, und worum es in diesem Video gehen soll, ist hier der Bereich am Betriebswerk. Und zwar habe ich hier auf der rechten Seite, vielleicht ist auch schon einigen aufgefallen, ich habe hier schon seit ein paar Tagen immer wieder diese Fehlermeldung, dass hier eine Linie, eine Passagierstation ansteuert. Ich glaube, das hat man so noch nicht gesehen gehabt, aber hier war die Fehlermeldung immer wieder zu sehen. Und zwar liegt es daran, dass ich hier ein bisschen rumexperimentiere mit einem nicht ganz richtigen Rangierbetrieb, weil ich das nicht hinkriege, dass der das hier ankoppelt und dann mitzieht, aber mindestens die Simulation hätte ich gerne. Und dafür werden diese zwei Züge hier in Zukunft zuständig sein, sag ich mal. Und den Umbau dazu, den werde ich euch jetzt heute hier in diesem Video mal zeigen. Dafür wird aber als allererstes hier dieser Zug hier erst einmal entfernt. Und hier müssen dann ein paar neue Haltestellen reinkommen. Die werde ich jetzt mal einbauen. Dann gucken wir uns das mal an. Ja, komm, wir bauen mal an beiden Positionen mal ein, dass das gehen würde. Ja, was machen wir denn da am besten? Soll da ja nicht so schnell reinfahren zum Rangieren. Ja. Das ist 10 auch ein bisschen zu langsam. Habe ich denn da standardmäßig eigentlich verbaut? 30er oder 40er Gleise? 40er Gleise, also wenn er hier mit 40 kommt und dann auf 10 runterbremst auf dem letzten Oberleitungsteil hier. Guck mal schön, wie das hier alles verschießt. Ja, muss ich halt anpassen. Egal. Ist halt so. Wenn man solche Umbauten macht, dann passiert sowas. Hier unten ist der Oberleitungsmast, muss ich auch versetzen. Der ist in Ordnung. Gut, dann lassen wir das so. Oh mein Gott, bloß noch. Sind das hier echte Signale oder sind das nur Attrappen? Das ist ein echtes Signal. Auf der anderen Seite ein paar Weichenzwerge setzen. So, machen wir das mal wieder aus. Und dann hätten wir die zwei Stationen. Dann kann ich den hier nämlich umbeatschen. Dann will der schon mal nicht mehr dort hinten auf dieses. Auf das Gleis dort hinten. Da soll er nämlich nicht hinfahren, weil das verursacht nämlich diese Störung oder diesen Fehler. Er soll hierher fahren. Hat er hier auch das richtige Gleis? Ja. Okay. Das dann auch gleich um. Ich weiß gar nicht, warum hier hinten überhaupt eine Passagier Haltestelle ist. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. So. Gut. Jetzt, wie will ich das realisieren, dass hier die Züge so eine Simulation fahren, wie ich das gerne hätte. Dafür brauche ich den Rangierlok, die hier hinten rumgurkt. Ich muss nämlich in Zukunft. Wie machen wir denn das? Okay, das ist auch okay. Weißt du, das hier drüben Nebengleis ist auch falsch. Ich muss mal Nebengleis, aber falsch stattfinden. Statt dem Gleis, damit es mal ein bisschen übersichtlicher ist. Er soll nämlich hier hinfahren, und zwar auf die Station, wo jetzt gerade die Attrappe steht. Lass mal das einfach mal so. Löschen das hier. Geben wir hier mal eine Standzeit rein. Das muss ich dann alles noch in der Fahrplan-Mod noch
alles richtig einplanen, dass der da nicht zu früh oder zu spät hinfährt. So, von dort sollst du wieder auf das Nebengleis fahren. Fährst du denn dann weiter vom Nebengleis, fährst du aufs Kraftwerk? Okay, aber so eine Captain, mal gucken, wo waren denn die? Ah, das ist immer so eine Sucherei mit so vielen Fahrzeugen. So eine war das hier. Ich nehme jetzt die mal da rein, aber die, ich bräuchte die halt noch in einer Version mit abgesenkten Bügel und vor allen Dingen umgekehrt, dass der vordere Pantograph oben ist. Das ist vielleicht irgendwie. Wenn nicht, dann werde ich das erstmal so auf die Reise schicken und dann später austauschen, wenn ich eine gefunden habe. Weil ich will jetzt hier nicht so viel Zeit verplempern. Das suche ich dann noch raus. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt gekauft oder war ich jetzt geklickt? Geklickt dran. Okay, dann halt nochmal. Wo ist die Kette hier? 52, vielleicht ist es auch eine andere, die da fährt eigentlich, oder andere, die ich da anhängen sollte. Jetzt mal die hier an. Schön ist, dass er das nicht. Kannst du das nicht? Ja, da war schon ein Diesel, das reicht doch als Vorgabe. Ist jetzt an der E-Lok, dass der da spinnt oder was? Ne, das ist die Strecke, was da Knacks hat. Okay, dann schmeißen wir das halt auch nochmal raus. Keine Ahnung, warum es jetzt Knacks hat. Eigentlich hat es doch vorhin funktioniert. Du fährst mit dem Nebengleis los. Du fährst mir bitte auch hier auf die erste Station. Alleine das springt schon an zu spielen. Hatte doch funktioniert. Liegt es jetzt an der E-Lok, dass das nicht geht? Normalerweise hat es doch gar nicht ihn interessiert gehabt, ob da eine E-Lok mit dran hängt. Okay, gut, dann muss ich halt vielleicht mal schauen. Aber auf jeden Fall, ich gucke jetzt mal kurz weg, wenn das wirklich das Problem ist. Tatsächlich, das macht mir Kopfschmerzen. Wollte eigentlich nicht. Ich habe das schon an anderen Stellen ausprobiert gehabt, da hat es funktioniert. Ist doch ein Weg, wieso fährst du denn so nicht einfach? Ist das zu lang oder? Was ist das Problem? Weg. Haltestelle ist zweimal hintereinander auf. Nein. Oder habe ich mich jetzt vertan? Drei. Ja, okay, das hier ist auf jeden Fall ein Fehler, das stimmt. Aber das hier dürfte doch kein Problem darstellen. Stelle ist nicht gut verbunden. Hä? Bei Apple. Ach
so, entschuldigung, so, jetzt macht es, so macht es natürlich Sinn. Ja, manchmal sollte man halt genauer hingucken, was das auch. Das hat er jetzt hier Vorfahrt gehabt, also grün gehabt, wenn hier einer steht. Naja, egal. Mit dem E-Log muss ich mir noch anschauen, was ich dagegen tun kann, weil das ist natürlich nicht Sinn und Zweck jetzt. Das passt hier perfekt, der soll genau hier hinfahren. Jetzt überlege ich mal, dass ich da so eine rote dran hängen, so wie hier hinten. Ich denke, das würde Sinn machen. So eine rote Lok hier dran zu lassen. Jetzt mache ich mal ganz kurz hier Cut, weil ich schiebe jetzt den zweiten Zug hier auf die Gleise, der dann dieses Rangieren hier simuliert, und es dauert einen Moment, bis der hier im Bahnhof ankommt. So, das war jetzt meine Prozedur. Ich habe es hingekriegt. Es gab noch ein kleines Problem im Schattenbahnhof Nord, müsste das sein. Ja. Probleme aus vergangenen Umbauten. Auf jeden Fall stehen jetzt hier zwei, ja, komplette Garnituren. Nennt man, glaube ich, so, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe hier ein bisschen was umgebaut. Man sieht es vielleicht an den Oberleitungsmasten. Ich habe ein bisschen was an Gleisvorfeldlampen noch draufgeschmissen. Und ich habe hier jetzt halt zwei Gastransporter stehen oder Gaszüge. Und da habe ich einmal hier vorne den mit der blauen Rangierlok. Das ist eine komplette Garnitur. Da habe ich das Problem, wenn ich hier diese Lok so wie jetzt anhänge, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Bin mir eigentlich sicher gewesen, dass das früher nicht so war, aber habe ich halt jetzt das Problem. Vielleicht könnt ihr mir ja da helfen und eine Fake-Version. Es gibt von dieser Lok eine Fake-Version. Wenn ich die anhänge, habe ich aber kein Rückwärtsfahren mehr drin. Das ist auch geil. Aber auf jeden Fall würde das so funktionieren. Wir haben hier jetzt einmal den Captain E-Lok mit dem Panto jetzt nach oben. Zumindest zwei verschiedene Varianten. Da könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, welches die bessere Version wäre, oder eine ganz andere Lok mir vorschlagen, wenn ihr da was wisst, oder auch von den Waggons her gerne in die Kommentare. Änderungen sind ja kein Problem. Ich habe hier eine blaue Lok vorne rangehängt. Das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Und hier hinten steht halt eine rote. Auf jeden Fall wird dieser Zug hier, das ist der, den ich vorhin angelegt habe, er fährt hier hinten raus. Warum zeigt er? Achso, das kann mir jetzt nicht anzeigen, weil er hier eine Fehlermeldung drauf hat. Auf jeden Fall fährt dieser Zug hier fährt raus und fährt dann hier hinten auf dieses Nebengleis, und dann stellt er sich hier hin. Dafür muss ich aber, wie gesagt, die Lok entfernen, weil das kann er nicht leiden. Stehen auch, wie ihr seht, alle sehr parallel. Der steht auch hier hinten komplett auf einer Linie. Dafür habe ich hier nochmal eine Haltestelle einbauen müssen, weil der beim Rangieren rückwärts ja das hier als Lokomotive nennt. Dafür habe ich hier, kann ich euch kurz zeigen, hier einen Reverse-Waggon angehängt, und die 20 halt, damit er hier im Bereich nicht zu schnell durch die Gegend rast. Das soll ja hier eine Rangierfahrt simulieren und nicht eine, ja, keine Ahnung, Tempo 100 Fahrt, weil er nämlich die Spitzengeschwindigkeit auch von der E-Lok übernimmt und auch die Antriebsgeschwindigkeit hier mit den Pferdestärken oder den KW. Rast er hier ja wie die Sau durch den Bereich, und das soll er nicht. Und die zweite, also wenn wir den hier jetzt mal wegschicken, dann muss ich halt die Lok, wie gesagt, entfernen. War mal du kurz weg. Also der soll in Zukunft dann hier quasi die Garnitur rausziehen aus dem Bereich, währenddem der hier oben, wie ihr seht ja schon, das sind hier zwei verschiedene. Ja, der braucht jetzt hier eine Weile, bis der raus ist. Ich kann es ein bisschen schneller laufen lassen. Nö, warten wir halt ganz kurz. Ich lasse das mal ein bisschen schneller laufen. So, verschwind. Gut, ihr seht, der zweite
Die zweite Paarung hier ist einmal die Rangierlok und einmal der Güterzug, der hier das Gas anliefert. Der hat auch eine eigene Route, der fährt dafür hier aus dem... ich habe ihn jetzt erstmal hier geparkt. Ihr könnt mir auch gerne sagen, ob ich den von woanders her fahren lassen könnte oder sollte. Und als zweites eben die Rangierlok, die hier durch die Gegend pendelt. Oh, das habe ich sie gelöst, egal. Der, wie gesagt, fährt hier. Wir können jetzt mal ganz kurz auch mal ranfahren lassen. Der würde hier eben anfahren, würde hier anhalten und entsprechend die Rangierlok kommt von der anderen Seite und fährt hier fast genau Puffer an Puffer. Ich glaube noch näher dürften sie gar nicht aneinander stehen, also eigentlich perfekt von dem Ablauf her. Und sobald dieser Kollege hier, dieser Kollege hier wegfährt, weiß ich gar nicht, ob der eine Haltezeit einprogrammiert hat. Auf jeden Fall wird diese Lok jetzt hier, kann hier wegfahren und würde dann dementsprechend auch hier auf dem Nebengleis und dann hier hinten in den hinteren Bereich des Kraftwerks sich verziehen. Dafür führt sie die Route, die wir vorhin angelegt haben, wo wir hier einmal uns durch die abgestellten Waggons durchschlängeln, während dem dieser Zug hier auf dem äußersten Gleis, das auch ein bisschen tot ist hier hinten, einfach dann dort seine Standzeit abhält. Das muss alles noch eingeplant und eingepreist werden in die Fahrplan-Mod, aber aktuell habe ich das noch nicht gemacht, deswegen muss ich das mal jetzt erstmal von Hand steuern. Jetzt weiß ich gar nicht, fährt er jetzt hier hoch oder fährt er wieder dort runter? Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier, was ich meinte mit die Lok ist jetzt der Waggon hier vorne. Durch dieses Reverse hat er die Lok unsichtbar nach vorne verschoben, so wie bei einem Steuerwagen. Ich habe zuerst ewig nach der Mod gesucht, ob ich die überhaupt besitze. Habe es aber zum Glück gefunden. So, jetzt hoffen wir mal, dass der hier nach... Ah, schade, er fährt wieder zurück nach vorne. Naja, das ist jetzt blöd. Er hätte eigentlich, wäre mir lieber gewesen, er wäre jetzt nach dort hinten gefahren. Hier haben wir auch jetzt ein bisschen Stau gerade, weil hier noch ein Bauzug jetzt wartet. Also hier ist gerade einiges los. So, und jetzt sieht man ja, hier wird jetzt die kleine rote Lok weg. Die Rangierlok, der sollte eigentlich noch Standzeit haben. Wie gesagt, das fehlt noch in der Programmierung. Vom Fahrplan, weil ich brauche da auf jeden Fall was das Ganze ein bisschen steuert hier. Und sobald der aus der Schusslinie verschwunden ist, wird entweder jetzt der oder der, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt hier Vorrang bekäme, wahrscheinlich sieht so aus, als bekäme gleich der Bauzug erstmal Freigabe. Oh, der Captain hat schon Grün. Warum auch immer. So, und dieser Zug fährt dann hier wieder raus. Er kann ja hier schlecht rückwärts wegfahren, das wäre etwas irritierend oder wenden. Und der fährt dann hier auf der Strecke raus Richtung Blauen. Hier einmal an dem noch zu entstehenden kleinen Industriegebiet vorne im Felsenkeller und fährt dann hier vorne hier bei Breithal Hotschal und Ball und fährt dann hier Richtung Freital und hier lasse ich den auch aktuell Kopf machen. Ich weiß nicht, ob der dann theoretisch noch hier rausfahren würde. Könnte man theoretisch einrichten. Ich habe mir aber das jetzt erstmal so für angenehmer empfunden. Hier kann er dann quasi erstmal Kopf machen und dann wendet er und fährt hier wieder über die Strecke zurück. Unten fährt er dann hier nicht über die
Gütergleise hier an den Seiten, sondern fährt dann hier an der Seite entlang hier rüber und dann Richtung der Umschlagsplatz zurück und dann macht er hier wieder Kopf. Und dort fährt er dann natürlich wieder zurück und das ist dann das, was ich eintimen muss, dass er hier quasi ankommt und dann ein paar Minuten verzögert die kleine Rangierlok, die rote, dann eben von der anderen Seite hier anhält, das Ganze dann quasi ankuppelt, simuliert und die zwei sich dann wieder einfach trennen und dieser dritte oder dieser Lok mit den angekuppelten Wägen, die fährt dann halt ins Gaskraftwerk hinten rein. Da, wie gesagt, wäre ganz cool, wenn ich hier eine... Es gibt die Lok, das ist ja das Lustige. Ich habe hier, das ist zwar ein bisschen eine andere, als die jetzt an dem anderen Zug dranhängt. Hier gibt es die Fake-Version, die ich zumindest vorhin dran hatte. Mit einem Panto unten, perfekt ausgelegt, wäre super, wenn ich die hier anhängen könnte, aber ich muss da noch ein bisschen was schauen oder vielleicht könnt ihr mir da helfen, daraus erstens eine Diesel-Lok und zweitens eine zu machen, die auch Reverse fährt, weil sobald ich die anhänge, ist komischerweise das Rückwärtsfahren nicht mehr möglich. Bei der Nicht-Fake-Version, also dieser Version, da ist komischerweise das Rückwärtsfahren durchaus noch möglich. Ich weiß aber nicht, woran das liegt, dass das so ist. Auf jeden Fall ist das so eine ganz coole Sache eigentlich. Muss ich hier das Ganze wieder ein bisschen wenden. Das einzige Problem, was ich wie gesagt habe, ist diese Diesel-Version noch. War eigentlich der Meinung, dass das keine Rolle spielt, solange ein Fahrzeug im Verbund ein Dieselfahrzeug war. Vielleicht war das aber auch nur... Ja, vor Patch weiß der Geier wie viel mal möglich und mittlerweile haben sie das gefixt. Das kann sein. Wie gesagt, ich kenne das noch ganz am Anfang. Ja, also wie oft ich heute jetzt schon den Zug hier geklont habe. Ich kenne es aber wie gesagt aus einer alten oder Anfangsversion noch, dass es durchaus möglich war, eine Diesel-Lok in den Verband einzuhängen und dann konnte der eben die Dieselstrecke befahren und dahinter hing eine E-Lok, die das Ganze dann einfach, die einfach mitgeschleift wurde. Wir können auch mal einfach, damit es vollständig aussieht hier. Oh, da haben wir doch hier eine. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Können wir die anhängen? Die auch. Wenn wir einfach die anhängen. Ja gut, die sieht ein bisschen anders aus. Ihr könnt mir wie gesagt noch schreiben, ob ihr eine andere Version hättet. Dann müsste eigentlich das Problem erledigt sein. Oder dann muss ich Kommando zurück machen. Dann machen wir einfach, hängen wir einfach den hier an. Der komischerweise eine Diesel-Version ist. Und die andere Lok. Wo ist der Kerl? Schon hier oben, ja. Den ersetzen wir einfach auch durch diese Diesel-Lok, weil es tut mir ja nicht weh. Gibt es denn so eine Version? Wo ist eigentlich da der Unterschied? Last Mile und... Ah, der fährt bloß 60 in der Spitze, okay. Ist ja auch interessant. Gibt es denn dann auch als E-Lok die 187? Ja, jetzt finden wir hier die 187, ja? Kann ich das eingeben, 187? Tatsächlich, die gäbe es sogar, aber auch nur mit Panto vorne. Das wäre jetzt wieder ein Problem. Hier bräuchte ich jetzt ein Panto auf der anderen Seite, oder gibt es das auch? Ah, das gibt's auch, das ist sehr cool, dass es das gibt, Leute. Warum ist mir das vorhin nicht aufgefallen? Hängen wir hier doch einfach das an. Klingt doch ganz anders. Ja, ist ja geil, dann hat sich das schon erledigt. Also, Kommando zurück. Hier fährt erstmal der Captain 187er. Der wird jetzt natürlich hier nicht rückwärts rausfahren. Der wird das Ganze einfach drehen
dann in die andere Richtung zurückkommen. Und der hier hat ja noch sein Rückwärtsfahren. Nein, hat er nicht. Das ist... Okay, das ist blöd. Das ist natürlich jetzt blöd. Dann bräuchte ich hier doch noch eine andere Version, nämlich eine, die rückwärts fahren kann. Vielleicht könnt ihr mir helfen und mir sagen, wie ich das hinkriege, dass diese Version hier rückwärts fahren kann. Vielleicht muss ich da irgendwas ummodden. Oder ihr könnt mir da helfen. Ja, dafür müsst ihr natürlich erstmal wissen, was für eine Mod das ist. Aber ist egal. Anderes Thema. Ihr habt es mal gesehen, was ich hier jetzt vorhabe. Ich lasse jetzt hier noch ein bisschen bewegte Bilder von diesem Rangiermanöver laufen. Und bedanke mich fürs Zusehen. Würde mir natürlich wünschen, dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und jetzt noch viel Spaß mit den 2-3 bewegten Bildern hier aus dem Rangierbetrieb aus oder vom Gaskraftwerk aus Dresden.